Hallo, willkommen beim Brick Freak. Heute mit einem neuen Model Review, dem Bedpod von Lego. Hier in der Decool-Fassung mit der Seriennummer 7115, wie ihr links oben sehen könnt. Und von Lego hat es die ungewöhnliche Seriennummer 5004590. Ist kein offizielles Set, war so nicht käuflich erwerblich, war nur für VIP-Mitglieder zu erhalten im Shop und ist, ich glaube, auf 1000 oder 2000, 3000 sowas limitiert. Dementsprechend schmutzig teuer. Obwohl leicht zu rebricken. Keine wirklich besonderen Teile dran. Ein besonderes Teil. Und die Reifen sind dieselben wie beim Tumbler. So. Hier haben wir das. Das gute Einzelstück zum Nachkaufen. Ich hätte es natürlich wesentlich geiler gefunden, wenn das Ding schon im Tumbler drin gewesen wäre. Da wäre der Tumbler nochmal einiges anspruchsvoller zum Bauen geworden und es wäre eine geile Funktion gewesen. Aber gut, so hat man sich entschieden, es immerhin noch mal später extra zu bringen, wenn auch nur in schwer erhältlicher Form für Lego-Fanatiker. Und ja, deswegen hier die Cool-Fassung. 15 Euro inklusive Versand aus China. Ich habe es jetzt wieder bei Your World of Building Blocks bestellt. Gibt es auch bei Ali und diversen anderen. Die Reifen sind leider nicht ganz rund, sind etwas geeiert hier an dem Modell. Aber ich denke, die werde ich, wenn ich sie richtig behandle, noch gerade bekommen. Ansonsten hat das Modell 338 Teile, wobei 200 davon oder ja, über 200, 250 Technikteile sind. Und der Rest sind ein paar Bricks und Wedges, Tiles, Slopes. Ja. Aber groß und ganzen ist Technik. Das Teil, was besonders ist, ist dieses. Also ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Es kann sein, dass es, was weiß ich, von Bionicle oder irgendwas noch über ist. Oder, ja, wenn ihr es aus einem anderen Set kennt, könnt es mir ja mal in die Kommentare schreiben. Ich kenne das Teil so nicht. Das Ganze ist 6-mal verbaut. Relativ symmetrisch aufgebaut. Zack. Okay. Bauzeit war ungefähr eine Dreiviertelstunde. Langsam, gemütlich, mit Teile suchen. Ja. Also ein schneller Snack für den Abend. Das hier muss wieder runter. So. Okay. Das einzige Problem mit der Fassung hier von Decool, das lässt sich super bauen. Die Technikqualität, also die Teile der Technik oder die Technikteile von Decool sind super, haben eine tolle Qualität, sind halten extrem. Die Pins halten zum Beispiel noch mehr als von Lego. Nachteil, dass die so halten, sie haben nicht die Lego-Form. Und es ist hier dreimal notwendig oder viermal nach Bauanleitung. Ihr seht es hier im hinteren Bereich. Da wird ein langer Stab, eine Bar, in Schwarz von hier unten durch den schwarzen Technikpin geschoben. Und dasselbe ist auch nochmal zweimal hier unten drunter. Das geht nicht. Die Cool Pins lassen diese Stange nicht durch. Das heißt, ich muss auf Lego zurückgreifen. Mit Lapping geht es auch, mit Decool geht es nicht. Wenn ihr euch das Ding kauft, habt also mal mindestens 4 Lego- oder Lapping-Pins extra, dass es funktioniert. Sonst geht es nicht. Es waren zu den 338 Teilen noch ungefähr 15 Teile über. Ein paar Technik-Pins, blau, schwarz, nichts Besonderes. Eine Achse, naja, egal. Ein Fehl, das heißt kein Fehlteil, ein Teil in der falschen Farbe. Ihr seht hier den kleinen Tisch in Dark Bluish. Hier ist ein Schwarz und so gehört er auch. Verschmerzbarer Fehler. Nachgeordert bei Bricklink 3 Cent oder was weiß ich. Also nicht wirklich schlimm für Leute, die regelmäßig bei Bricklink bestellen. Ansonsten, es ist nett. Ja, ich weiß jetzt, was ein paar Leute denken, was nett ist. Ich weiß, nett ist die kleine Schwester.
Aber das lassen wir mal. Er ist nett. Ja, für 15 Euro. Man bekommt, wenn sie gerade sind, zwei coole Tumbler-Reifen mit Radaufhängung natürlich passend dazu und so weiter. Also von daher, die sind einzeln schon relativ teuer. Ist es ganz okay. Die Technikteile kann man immer gebrauchen. Man kann ihn neben den Tumbler stellen. Von daher okay. So, jetzt machen wir eine kleine Pause und ich gehe mal den Tumbler holen, damit ihr mal seht, wie die beiden nebeneinander wirken. So, da haben wir den Tumbler dazu. Viel besser konnte ich es jetzt in der Schnelle nicht organisieren. Wie ihr seht, das sind natürlich nur die Vorderreifen identisch. Die Hinterreifen vom Tumbler sind dann nochmal ein anderes Kaliber. Ja, wie man hier schon sieht, der Radstand ist zu kurz. Also A, passt es von den Rädern her sowieso schon mal nicht, dann passt es vom Radstand nicht. Das Ganze hätte hier so müssen drinstecken. Passt nicht ganz. Ja. So, der Tumbler fährt zurück. Nochmal zu ihm hier. Ich werde sie beide nebeneinander stellen. Freue mich, 15 Euro. Nicht wirklich rausgeschmissenes Geld. Von den Teilen her, Anzahl ist okay, es ist nett. Sieht halt etwas klein und unterdimensioniert aus neben Tumbler. Muss man gucken. Oder ich stelle sie weit auseinander, damit man es nett sieht. Wir schauen mal. Wie gesagt, ich war 45 Minuten gut unterhalten. Nichts Aufregendes, keine besonderen Bautechniken. Also von daher ist er fast schon langweilig. Aber ich war sehr gespannt einfach drauf, wie es gemacht wird. Und von daher war es unterhaltsam. Das Modell selber, eine 6. Nichts Besonderes. Leicht über dem Durchschnitt. Ja? Ist okay. Der Bauspaß eine 5, der ist absolut nur durchschnittlich. Das war die Spannung, ne? wie wird es aufgebaut, was haben sie daraus gemacht. Aber da das alles einfache Technikverbindungen sind und keine besonderen Bauideen oder irgendwelche technischen Lösungen, die toll sind, ist halt wirklich nur eine 5. Die Anleitung ist eine 8, ist ein bisschen klein, aber sie ist übersichtlich. Man sieht, wo was hingehört, die Farben sind korrekt, alles in Ordnung. Was mich nur wundert, das ist eins, ich zeige euch nochmal die Anleitung. Wie ihr seht, ist er auf dem Bild in Light Bluish Gray und das Modell selber ist dann Dark Bluish Gray. Ist natürlich schöner, dass er Dark Bluish Gray ist. Ganz schwarz wäre vielleicht noch geiler gewesen. Aber dann wäre er, ja, wie der Tumbler, so ein schwarzer Klotz. Viele denken, was ist das für ein hässliches, schwarzes Etwas, was du in deinem Wohnzimmer stehen hast. Die den Film nicht kennen, ja, der Tumbler ist schon sehr Geschmackssache. Da ist das Motorrad etwas graziler dagegen und nimmt nicht viel Platz weg. Wir haben eine 38er Länge, 38, irgendwas. Wir haben ungefähr 10 cm Breite und wir haben ungefähr 10 cm Höhe. Das ist ungefähr die Abmessung des Gefährtes noch habt. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Heute ein kurzes Video im Anhang. Findet ihr meinen ersten Speedbuild-Versuch, der natürlich von der Beleuchtung und vom Timing und allem. Ich habe einfach nur die Kamera mitlaufen lassen und schneller gemacht. Es sind nur 2-3 Schnitte, wo ich in den Keller musste, was suchen. Die nächsten werden besser vorbereitet. Da sammle ich immer die Steine schon vor, dass ich sie nicht nebenbei suche, dass es schneller geht. Dass ich nicht so schnell laufen muss, dass er wenig sieht, damit es nicht zu lang wird. Und wenn man das optimiert, brauche ich nur die Hälfte der Zeit von dem Video und da brauche ich nicht so schnell laufen lassen. Das sind so 5-6 Minuten. Wie gesagt, ihr könnt ruhig in die Kommentare schreiben, oh, ist aber mau der Speedbuild. Ja, der ist mau. Aber er wird besser, wie bei allem von mir. Langsam, aber sicher wird alles besser. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Seid ihr neu beim Kanal? Das war jetzt ein kurzes, schlichtes Video. Es gibt bessere von mir mit größeren Modellen. Guckt es mal an. Wenn es euch gefällt, abonniert mich gerne. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Alles Gute. Der Brickfried meldet sich spätestens nächstes Wochenende wieder mit dem Test vom Modular Emporium. Das ist schon eine Zeit lang fertig. Das kommt als nächstes. Macht's gut. Bye, bye.